Hallo Werkzeugfans! Und wir schauen uns heute mal Folgendes an. Ein Akku. Akku gut. Procore Tower. Procorezilla. Deine Entscheidung für ein Akkusystem. Die Kraft eines normalen kabelgebundenen Gerätes in einem Akkugerät. So einfach ist das Ganze eigentlich. Aber im Detail dann wieder doch nicht. Rechts, links, oben, unten, alles kompatibel. 18650er Zellen, die überall verbaut sind. Jetzt sind die 21700er. Hier sitzen jetzt diese Zellen, sitzen jetzt hier drin. Hier so einzeln drin. Und du weißt genau, was macht Luft? Isolieren. Und hier ist es so, dass sehr wenig Luft dazwischen ist. Brauche ich immer Procore? Muss ich jetzt immer Procore haben? Also. Oh. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir wollen heute eine Sache rausbekommen. Und zwar hat Bosch die richtige Entscheidung getroffen bei ihrer Akkutechnologie und bei ihren neuen Motoren, nämlich dem Thema Biturbo Brushless und Procore Akkus in Kombination, was zusammen Folgendes ergibt oder ergeben soll, dass wir Geräte haben, die einem kabelgebundenen Gerät nicht nachstehen. Das schauen wir uns heute an, denn alle Hersteller stehen genau vor diesem Dilemma. Alle wollen Geräte herstellen, die so nah an einem Kabelgerät sind, dass man sagt, nee, ich brauche kein Kabel mehr, sondern ich kann alles mit einem Akku lösen. Und genau hier schauen wir uns auch mal an, wie hat Bosch das Ganze gelöst und wie haben auch die anderen Hersteller das gelöst und schauen uns mal das vielleicht im Vergleich auch nochmal an. Und natürlich gibt es wie immer etwas zu gewinnen und zwar ein Starterpack aus zwei Procore-Akkus und einem passenden Lader. Alles, was du dazu machen musst, ist deine Meinung zu dem Akkusystem von Bosch unten in die Kommentare zu schreiben. Heute geht es eigentlich ganz zentral um eine Entscheidung, nämlich um deine Entscheidung für ein Akkusystem. In den Kommentaren und den Videos sehen wir immer wieder, dass ihr euch eigentlich im Wesentlichen für ein, maximal für zwei Akkusysteme entscheidet und nicht mehr Akkusysteme zu Hause haben wollt. Und dementsprechend müsst ihr auch ganz bewusst euch für ein Akkusystem entscheiden. Und deswegen wollen wir uns heute mal das Akkusystem von Bosch anschauen, beziehungsweise eigentlich viel eher das, was dort hinterhängt. Ja, denn dahinter einem Akkusystem hängt natürlich auch ganz viel, ein ganzes Ökosystem an Geräten und etwas, was auch dahinter möglich dann ist oder überhaupt erst möglich wird. Denn mit Procore, ja, was wir hier haben, wird Biturbo Brushless möglich. Mit Biturbo Brushless wiederum, Biturbo Brushless sind die Motoren, mit Biturbo Brushless und Procore zusammen wird Folgendes möglich, und zwar die Kraft eines normalen kabelgebundenen Gerätes in einem Akkugerät. Und das ist etwas sehr Besonderes, was du hier mit dem 18 Volt Procore Akku schaffst. Und genau deswegen schauen wir uns das Ganze heute etwas genauer an. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht zu Makita 40 Volt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, das verlinke ich dir mal hier oben. Wir werden nachher nochmal alle Akkusysteme im Vergleich zu Procore uns nochmal anschauen. Aber erst einmal schauen wir uns mal die Logik des Systems von Bosch mal an. Jetzt schauen wir uns mal das Thema Akkusystem mal im Detail an. Wir haben hier einen Biturbo Brushless Motor und einen Procore Akku zusammen, die Power von bis zu 2000 Watt. Aber was bedeutet das eigentlich? Und ich könnte jetzt mit P ist gleich U mal I, Watt, Ampere, Stunden, bla 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 bla, die ganze Zeit um mich werfen. Ich versuche es aber so einfach wie möglich zu erklären. Erst einmal grundsätzlich, wie funktioniert so ein Akkugerät eigentlich? Im Grunde ist es so, dass wir in der Regel solche Zellen hier haben. Da sind mehrere Zellen hier drin. Dann haben wir hier oben einen zentralen Kontakt, ja, der mit dem Gerät verbunden ist. Hier ist eine Elektronik drin, dann wird hier nach oben der Strom geliefert, hier ist ein Motor und der treibt den Akkuschrauber an. So einfach ist das Ganze eigentlich, aber im Detail dann wieder doch nicht. Die Frage ist eben, wie viel Energie kann dann gleichzeitig geliefert werden oder auch so in Spitzen geliefert werden? Wie viel kann so ein Motor eigentlich an Energie vertragen, dass er nicht durchbrennt und so weiter und so fort? Und deswegen hat Bosch verschiedene Technologien entwickelt, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, so viel Kraft in ein Gerät reinzupacken oder auch so viel Energie hier wieder rauszuziehen. Und deswegen fangen wir mal an beim Thema Procore und dem Akku an sich. Erst einmal wichtig zu verstehen, der Procore-Akku ist 100% kompatibel mit dem gesamten 18-Volt-System von Bosch Professional. Rechts, links, oben, unten, alles kompatibel. Ja? Im Markt sind momentan über 80 Millionen 18-Volt Bosch Professional-Akkus, die untereinander kompatibel sind. Das ist schon mal so eine Sache, wo ich sage, huiuiuiui, das heißt, viele Leute haben so ein System schon und können dementsprechend das Ganze dann auch in ihren verschiedenen Bosch-Geräten wieder einsetzen. Beim Akku fangen wir jetzt einfach bei der kleinsten Komponente an oder bei der wichtigsten Komponente ja eigentlich, und zwar dem eigentlichen, bei der eigentlichen Energiezelle. Ja? So sehen die Energiezellen hier drin aus. Und schaut mal hier, so sieht das aus. Ja?
so in etwa hier. Und da gab es immer die 18650er Zellen, die überall verbaut sind. Jetzt sind die 21700er. Aber was bedeutet das eigentlich? Das ist eigentlich total simpel. Eine 21700er Zelle ist 21 mm breit und 700 mm lang. Das ist auch schon alles. Ja? Der Vorteil von diesen neuen Zellen, ja, im Gegensatz zum 18650er, ist es, sie haben eine höhere Energiedichte und einen geringeren Innenwiderstand. Und der Innenwiderstand ist eine ganz wichtige Sache, nämlich je höher der Widerstand ist, umso heißer oder wärmer wird so eine Zelle. Und je wärmer sie wird, dann kommt sie irgendwann in diese Notabschaltung, sonst wird sie zu warm und würde sogar explodieren irgendwann. Ja? Und dementsprechend ist es wichtig, wie hoch der Widerstand ist. Ein 21700er hat einen niedrigen Widerstand und wird deswegen nicht so schnell heiß. Und Hitze ist genau das Problem oder Hitze ist genau ein Thema. Und zwar schauen wir uns das mal an. Hier in einem Procore ist es so, dass wir hier den Coolpack drin haben. Also diese Anordnung von dem Akku, Anordnung der Zellen, sagen wir mal, in diesem großen Akku. Um genau zu sein, ist das hier jetzt der Coolpack aus diesem Akku. Ihr seht das jetzt auch so hier, das passt genau da rein. Und was ist eigentlich der Vorteil hiervon? Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, auch im Verhältnis zu anderen Akkus oder wenn ihr mit Akkus mal zu tun habt. Hier sitzen jetzt diese Zellen, sitzen jetzt hier drin. Hier so einzeln drin. So, und hier sind die ganzen Zellen einzeln hier drin. Da. Von der anderen Seite sieht man auch, hier wiederum sitzen die Zellen drin. Ja, und werden entsprechend hier zusammengeschaltet. Aber erst einmal, was bedeutet das hier? Das Wichtigste ist, das Thema Wärmeableitung. Wo geht denn die Wärme eigentlich hin, die hier drin entsteht, wenn man Energie hier rausnimmt? Und zwar ist es so, dass bei den meisten oder bei den älteren Generationen von Akkus im Allgemeinen ist es so, dass du hier keine so enge Packung hast der Akkus und hast hier sehr viel Luft dazwischen. Und du weißt genau, was macht Luft? Isolieren. Deswegen haben wir in den Dämmungen ganz häufig sehr viel Luft drin, um zu isolieren. Ergo, Luft überträgt Wärme nicht so gut, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Materialien. Und hier ist es so, dass sehr wenig Luft dazwischen ist. Du siehst es übrigens auch schon, wenn ich das hier reinstecke, das ist gar nicht so leicht. Ja? Also hier zwischen ist kaum, das ist eigentlich gar kein Spalt. Und wenn du dir das Ganze mal aus der Nähe anguckst, schau mal hier, hier zwischen ist keine Luft. Ja, also hier, da ist nirgendwo. Das ist die einzige kleine Stelle, wo überhaupt mal Luft dazwischen ist. Und deswegen ist es so, dass wenn hier Energie, also Wärme entsteht, wird die Wärme hier drin nicht gespeichert, sondern wird nach außen geleitet. Zusätzlich sind hier auch sehr, sehr massive Kontakte und noch andere kleinere Dinge gemacht worden, um die Energie nach außen zu leiten. Das heißt Folgendes. Bei vielen Akkus, wenn du sie sehr hart beanspruchst, passiert Folgendes. Ist es so, dass hier, viele Akkus haben ja in der Regel so eine Statusleuchte und sagt die Statusleuchte, sie blinkt oder sagt irgendwie aus, ich bin jetzt zu heiß, ich funktioniere jetzt nicht mehr, bitte warten, abkühlen und so weiter. Und du fährst dann den Akku an und der ist ganz kalt. Der ist ein bisschen warm, aber du merkst, warum, da passiert ja gar nichts. Bei den Procore-Akkus ist es genau andersrum. Bei den Procore-Akkus ist es so, dass sie durchaus auch außen warm werden, weil sie es sollen. Sie sollen nämlich die Energie oder die Wärme rausbringen, um entsprechend hier sie nicht drin zu speichern und hier drin nicht zu überhitzen. Das ist ganz wichtig und dafür ist hier das Coolpack da. Zusätzlich ist es so, die Frage ist ja auch, wie sind hier die einzelnen Zellen miteinander verbunden? Das ist hier bei dem Procore-Akku so, dass es hier mit massiven Platten miteinander verbunden sind, die auch ordentlich Energie vertragen, ja, und auch hohe Ströme vertragen, um nicht zu schmelzen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil bei der Menge an Energie, die hier drin rausgezogen werden kann, da entsteht schon Hitze und da passiert schon einiges hier. Und deswegen braucht sie ja auch massive Technik, beziehungsweise auch massives Material und sehr hochwertiges Material auch. Zusätzlich ist es auch so, dass du hier sehr, sehr starke und massive Kontakte brauchst, an den Stellen und hier auch, um entsprechend auch laststabil zu sein, damit das Ganze nicht durchbrennt und nicht schmilzt. Und all das zusammen hier ist in diesem Akku drin. Und jetzt ist die Frage eigentlich, und das ist immer ganz wichtig zum Thema Procore-Akkus, wir kommen gleich zum Motor, hier zum B2O Brushless Motor, der ist ganz wichtig. Bei den Akkus ist immer noch mal ganz wichtig, Folgendes zu verstehen. Wir haben hier einen Procore 4 Ampere, das ist wichtig. Wir haben 4 Ampere, wir haben den 5er, dann haben wir hier den 8er, ja, und dann haben wir hier den 12er als nächsten. Ja, so vom Größen her können wir hier ganz gut uns das vergleichen. Und jetzt ist es so, dass der kleine 4 Ampere
schon so richtig Bums hat. Also Bums in der Form, hier kannst du auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie zur gleichen Zeit rausziehen. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und zwar kannst du hier bis zu 45 Ampere gleichzeitig aus diesem kleinen Akku rausziehen. Das ist enorm viel und da musst du eine Menge dafür tun, dass das Ganze auch laststabil ist. Der Clou ist aber dann, dass der 5,5 Ampere beziehungsweise dann auch, ja, hier nehmen wir auch mal der 5,5, der 8er und dann auch der 12er, die können bis zu 90 Ampere dir liefern. Ja, dann sind wir doch in die Fachbegriffe gekommen, aber bis zu 90 Ampere können hier rausgezogen werden gleichzeitig. Und das ist so viel, dass du damit bis zu ein Geräte bauen kannst, die bis zu 2000 Watt an Energie verbrauchen. Ja? Und das ist halt heftig. Und genau deswegen haben wir Beetour Brushes hier in einem System vereint und braucht denn diese speziellen Akkus, um das zu können. Denn herkömmliche Akkus, wie die normalen, bekannten Bosch Professional Akkus, die können so viel Energie eben nicht liefern. Die sind dafür nicht ausgelegt, haben nicht die Coolpack-Technologie und haben all die anderen Technologien noch nicht, die wir hier im Proco haben. Das ist also der große Unterschied. Und das musst du wissen, um auch zu wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den alten und den neuen Akkus. Jetzt aber ist die Frage, brauche ich immer Procore? Muss ich jetzt immer Procore haben? Die Antwort ist nein, du brauchst nicht immer bei allen Geräten Procore-Akkus. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel den Exzenter-Schleifer, hier von Bosch Professional, ganz normale 18 Volt Exzenter-Schleifer. Ich habe hier zwar einen Procore-Akku drin, aber das Gerät nutzt das gar nicht. Das Gerät zieht gar nicht so viel Energie. Ich kann das genauso, auch mit genauso viel Kraft betreiben mit einem ganz normalen herkömmlichen Akku. Wie ich es hier drin habe, merke da null Unterschied. Andersrum ist es dort anders. Wenn wir hier zum Beispiel die Kappsäge, die 216 DC uns anschauen und nehmen jetzt diesen Akku, packen den hier rein, dann werden wir nicht die volle Leistung haben von dem B-Turbo Brushless Motor. Denn genau darum geht es. Wir haben jetzt hier nämlich B-Turbo Brushless Geräte, die auch einen Procore-Akku überhaupt nutzen können, überhaupt die Energie auch verbrauchen können. Denn ich habe hier mal Folgendes mir von Bosch auch geben lassen, nämlich einen Demo-Koffer, wie sieht eigentlich so ein B-Turbo Brushless Motor aus. Und dafür habe ich hier mal Folgendes auch für euch quasi vorbereitet. Und zwar, das ist ein normaler bürstenloser Motor. So sieht er aus. Oh, ist ja niedlich, oder? Das ist ein normaler, ein bürstenlos Brushless Motor, wie man den so kennt. Das ist ein B-Turbo Brushless Motor. Da sehen wir schon einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wir gucken uns jetzt nochmal diesen kleinen Motor an. Schauen wir mal hier. Wir haben hier folgende Systeme. Erst einmal, die nehmen wir mal auseinander. Das hier ist die Energiezufuhr. So sieht das Ganze aus. Ja, wir haben hier einen relativ geringen Querschnitt, den wir auch nur brauchen. Mehr brauchen wir da gar nicht. Hier die ganzen Wicklungen, hier den Anker, alles da. So, ihr seht jetzt hier, das hier, ich hoffe, das bekommen wir drauf. Hier sehen wir so kleine Einsätze. Dort ein, dort ein, dort ein. Das ist Neodym. Und dieses Neodym wird gebraucht, um halt genügend Kraft aufzuwenden. Ja? Ich stecke das Ganze jetzt hier mal zusammen. So, und jetzt habe ich hier wieder meinen normalen bürstenlosen Motor. Das ist jetzt ein B-Turbo Brushless Motor. Und du wirst sofort den Unterschied erkennen. Wir haben hier halt was ganz anderes. Und zwar hier unten, das sind die Kontakte des Motors. Nochmal im Vergleich. Das hier sind die Kontakte des anderen Motors. Also wir haben hier wesentlich größere Kontakte. Das nächste ist, was wir übrigens hier auch mit eingebaut haben, ist Folgendes. Und zwar, wir haben hier noch eine viel größere und viel intensivere Kühlung mit drin. Und dann haben wir noch eine Sache, die ganz besonders ist. Und zwar, das hier ist Vollneodym. Also wir haben hier Vollneodym drin. Und deswegen haben wir auch noch wesentlich mehr Kraft und viel mehr auch Energie, die hier aufgewandt wird. Ich zeige euch mal was. Und zwar, wie kräftig diese Neodym-Magneten in dem Fall sind ja Magnete. Und zwar, wir haben jetzt hier mal zweimal hier den Kern vom Motor. Bringen das hier mal zusammen. Hier ist extra Kunststoff drin, drum, damit man es überhaupt noch auseinander bekommt. Und jetzt, ich versuche das mal auseinander zu bekommen. Oh, das ist... Also... Oh, also das ist schon echt nicht so einfach, das hinzubekommen. Und hier haben wir so eine Metallplatte auch, das finde ich ganz lustig. Das ist voll Metall, ja. Und wenn wir es jetzt nicht wegrollen, hält das hier komplett. Uiuiui, ich dachte schon, hier fällt ab. Nee. Ja, also halt. Uiuiui. Also das ist aber wirklich stärker, als ich dachte. Das. Jo. Also ihr seht, das ist ganz wichtig, dass so viel Kraft auch aufgewendet werden kann. Und das ist ein viel hochwertiges Material. Das heißt, wir haben jetzt hier Folgendes.
Wir haben jetzt hier diesen B-Turbo Brushless Motor und jetzt nochmal die Kombination aus allem. Ja? Wir haben jetzt hier diesen Motor, der hat andere Anschlüsse, hat eine andere Kühlung, hat einen anderen Kern aus Neodym. Und das macht ihn zu einem viel, viel stärkeren Motor. Und dieser Motor ist in der Lage, überhaupt die große Kraft zu ziehen, nämlich hier die 90 Ampere aus dem Akku wirklich auch rauszuziehen. Und wenn du das hier zusammen mit den starken Kontakten, mit den starken Leitungen entsprechend nach oben bringst oder zum Beispiel auch mit der wirklich großen, starken Elektronik, die auch hier entsprechende Kühlkörper hat, um das alles auch verarbeiten zu können. Ja? Das zusammen ergibt dann die Möglichkeit, B-Turbo Brushless Power in so ein Gerät hier reinzuhauen. Denn was wirklich extrem krass ist, ist die Power, die diese Geräte hier entwickeln. Wir haben hier, überlegt euch mal, wir haben hier eine Kappsäge mit einem Sägeblatt von 216 mm Durchmesser. Und jetzt ist die Frage, wie viele Schnitte schaffe ich denn eigentlich mit so einem Akku? Wenn ich hier so einen normalen Akku reintue, wie viele Schnitte schaffe ich dann? Und Bosch hat wirklich stark optimiert und hat versucht, dass ihr wirklich auch ein echt lang, gefühlt den ganzen Tag damit hinkommt. Und wir haben dieses Gerät getestet und haben hier 380 Schnitte. 380 Schnitte am Stück mit einem Akku hinbekommen. Und dabei sind zwei Dinge wichtig. Nummer eins, du siehst, wie weit wir kommen, was diese Technologie schon kann. 380 Schnitte, wie lange brauchst du denn dafür? Ja, das dauert ja auch eine ewige Zeit. Aber wichtig ist, ich schaffe sehr viel. Und noch viel wichtiger ist, ich kann das am Stück machen, denn wir haben nicht mal 20 Schnitte gemacht, gewartet, 20 Schnitte gemacht, gewartet. Nein, wir haben konstant die ganze Zeit gesägt, gesägt, gesägt. Und trotzdem ist es so, dass die Hitze aus dem Akku entweichen konnte und der Akku so lang durchgehalten hat, bis er wirklich restlos leer war. Und das ist der große technologische Fortschritt, den wir hier haben bei der B-Turbo Brushless Power, nämlich, dass es gut zusammenpasst. Ja, und dass wir damit so viel erreichen können, solche starke Geräte haben. Und jetzt überlegt euch mal Folgendes. Wir haben hier übrigens 20 B-Turbo Brushless Geräte hier mal auf dem Tisch. Wir haben in Summe, gibt es momentan 20 B-Turbo Brushless Geräte und Bosch ist dabei, noch mehr rauszubringen. Wie gesagt, wir kommen auch gleich mal zu Milwaukee, Dewalt und so weiter. Aber wir haben zum Beispiel eine Kappsäge mit 305 mm Durchmesser. Mit einem Akku, ja. Da kommt einfach hier unser ProCore-Akku hinten rein und schon hast du mobil so eine riesige Kappsäge. Als Vergleich zum Beispiel auch haben wir hier riesige Schlagschrauben mit über 1000 Newtonmeter. Genauso haben wir Kappsägen. Besonders erstaunlich, oder hier eine Tischkreissäge. Wir haben eine Tischkreissäge mit B-Turbo Brushless Power, die wirklich die Energie rausgibt und du kabellos unterwegs arbeiten kannst. Besonders Wahnsinn ist eigentlich das Gerät hier. Und zwar übrigens aus zwei Gründen. Der Motor, den wir hier sehen, ist der Motor aus diesem Gerät. Ja, das ist genau der gleiche Motor. Und der sitzt dann hier drin und treibt das Ganze an. Und du siehst hier, das ist schon amtlich. Und das Interessante ist Folgendes, dass der Bohrhammer, ja, der 18 Volt Bohrhammer von Bosch, genauso viel Power hat wie das kabelgebundene Gerät. Aber es ist leichter mit Akku. Das heißt, dieses Gerät mit Akku ist leichter als das kabelgebundene Gerät. Und das ist schon echt irre. Ich hoffe, es war nicht zu technisch bis hierhin. Wenn doch, schreib es mal unten in die Kommentare. Und denk dran, du hast immer noch etwas zu gewinnen. Und zwar zweimal den 5,5 Ampere plus ProCore plus natürlich ein Ladegerät. Und was hat Bosch aber damit erreicht, indem sie das getan haben? Nämlich ist eine sehr hohe Kompatibilität. Wenn du schon im Bosch-System unterwegs bist, du hast hier irgendwelche Geräte, auch nicht B2O Bosches Geräte, hast du die da, hast du irgendwelche Akkus da von Bosch Professional, kannst damit arbeiten und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt aber sagst, ich kaufe mir zusätzlich für die maximale Kraft dann zum Beispiel so etwas hier, ein B2O Bosches Gerät und ProCore, dann bist du untereinander immer noch komplett kompatibel. Das heißt, du hast einen ProCore Akku zum Beispiel, den kannst du in einen, wo habe ich es hier hingestellt? Hier hinten, genau, in ein nicht B2O Brushless Gerät reintun und kannst damit arbeiten. Du kannst aber genauso in einen älteren Akku, wie selbst den hier, den 2 Ampere 18 Volt, hier in das Gerät reinstecken und du siehst,
Es funktioniert, hat nur eben nicht die maximale Power. Diese Kompatibilität hat Bosch mit ihrer Entscheidung, und darum geht es nämlich, mit ihrer Entscheidung wiederum geschaffen. Und wie ist das jetzt bei anderen Herstellern? Ja? Und deswegen die Frage halt auch, wie entscheidest du dich oder für welches System entscheidest du dich? Andere Hersteller haben das momentan, wie gesagt, zum Stand dieses Videos anders gelöst. Jetzt gucken wir uns mal an, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Makita. Bei Makita ist das anders, um die maximale Power zu bekommen. Es ist bei Makita so, in der Vergangenheit, ich hatte die 18 Volt Akkus, hatte zwei davon, also dann 36 Volt Systeme, zwei Akkus in ein Gerät reingesteckt und hatte dann die Möglichkeit, noch mehr Energie halt aus diesen zwei Akkus gleichzeitig zu ziehen. Ja, damit wir wieder an diese 45, 90 Ampere irgendwas dazwischen kommen. So, jetzt ist es so, dass Makita ein 40-Volt-System rausgebracht hat, um das zu haben, um wieder wirklich sehr, sehr viel Energie herausziehen zu können, sehr viel Kraft auch aufbringen zu können an den Geräten. Aber diese beiden Systeme sind nicht kompatibel. Das heißt, wenn du das alte 18-Volt-System hast, also das bestehende 18-Volt-System, brauchst du hier komplett andere Akkus und andere Lader. Das heißt, anderes System, muss man wissen. Um übrigens noch mehr zu können, gibt es auch noch 80-Volt-Geräte. Und dann steckst du hier zwei von den 40-Volt rein, um halt dort noch weiterzukommen. So macht das Makita. Bei Metabo ist es so, dass es momentan nur das System gibt, dass man mehrere 18-Volt, also zwei 18-Volt-Geräte zusammensteckt und dann damit 36 Volt hat und damit die maximale Power entwickeln kann. Die Metabo momentan anbietet. So macht das Metabo, brauchst du aber zwei. Das heißt aber, du bist hier erst einmal 18 Volt kompatibel. Ja, bleibst du bei dem, im Gegensatz zu Makita, wo es dann schon hier in ein neues Akkusystem reingehen. Wie macht jemand das? Hier gibt es eine etwas andere Logik. Und zwar gibt es 18 Volt Akkus und wie das hier ein 54 Volt Akku. Wenn du das jetzt nimmst, ist es so, der 18 Volt Akku passt in 18 Volt Geräte, nicht in 54 Volt Geräte, aber der 54 Volt Akku passt in 54 Volt Geräte, aber ist rückwärts kompatibel zu 18 Volt Geräten. Du hast natürlich einen relativ großen Akku dann immer mit dabei, aber du bist rückwärts kompatibel und kannst dementsprechend arbeiten. Holst vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung aus deinen 18 Volt Geräten raus. Aber im Gegensatz zu Bosch, wo der 18-Volt-Akku mit allem kompatibel ist, ist es hier so, dass der 18-Volt-Akku nicht in diese maximalen Powergeräte von Dewalt mit 54-Volt-Geräten eingesetzt werden kann. Funktioniert einfach nicht. Das verbieten die Kontakte. Wie macht das jetzt Milwaukee? Bei Milwaukee ist es so, da gibt es eigentlich ja, hier das 18-Volt-System. Und bei Milwaukee wird eine ganz andere Entscheidung getroffen. Wenn es jetzt in die maximale Power geht, haben sie gesagt, okay, dann gibt es halt einen 72-Volt-Akku. Ähnlich, so ein bisschen wie das Makita mit 240-Volt-Akkus macht, weil 240-Volt-Akkus sind im Grunde 80 Volt und das hier ist im Grunde auch ein 80-Volt-Akku. Und das macht Makita so. Natürlich, ihr seht, das hier ist ein komplett anderes System, ja, und ist nicht kompatibel oder ist nicht rückwärtskompatibel. Und dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was ist eure Meinung zu den verschiedenen Akkusystemen? Und übrigens, soll ich nochmal bei den anderen Akkusystemen auch nochmal in die Tiefe gehen, so wie ich es bei Makita und bei Bosch gemacht habe? Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was ihr noch wissen wollt. Und mich würde interessieren, was ist denn jetzt eure Entscheidung? Hat Bosch jetzt hier die richtige Wahl getroffen? Haben sie es richtig gemacht oder nicht? Das bitte unten in die Kommentare. Denkt dran, ihr könnt ja hier das Akkupack gewinnen. Und übrigens noch mal ein Hinweis. Was ich super interessant finde, ist das Thema Ladegeräte. Weil es auch mal die Frage, inwiefern sind die Ladegeräte untereinander kompatibel? Ja? Zum Beispiel hier bei 40 Volt Makita braucht man einen Adapter, dann kann man auch rückwärts wieder kompatibel sein. Da wir hier bei Bosch immer das normale 18-Volt-System haben, ist es so, dass man auch die ProCore mit den alten Ladegeräten natürlich laden kann. Relativ langsam, aber es funktioniert, also im Verhältnis langsam. Bosch hat aber ein anderes Ladegerät rausgebracht, und zwar das GAL 160. Und hier ist es so, wenn wir hier den Akku entsprechend reinstellen, haben wir hier die Boost Power Charge Funktion und können hier den Akku sehr schnell laden. Zum Beispiel ein 4 Ampere ProCore können wir in 9 Minuten auf 50% bringen oder einen 12 Ampere in rund einer Stunde auch komplett vollladen. Und das ist schon eine echte Leistung. Ich hoffe, jetzt bin ich erstmal fertig. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema wirklich näher bringen. Bin sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Entscheidung und jetzt erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.